Nachdem wir in einem unserer letzten Videos eine Dampfbremse aus OSB-Platten montiert haben, wollen wir dir in diesem Video zeigen, wie eine Dampfbremse in Folienform angebracht werden kann. Konkret montieren wir die Dampfbremse diesmal an der Decke. Vor allem im Deckenbereich ist es für jedermann nachvollziehbar, dass die darüberliegende Holzkonstruktion des Dachaufbaus und die Zwischensparrendämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Denn steigt feuchtwarme Luft auf und kühlt anschließend innerhalb der Konstruktion ab, kondensiert dort das Wasser und es kommt unweigerlich zu Bauschäden. Für die folgenden Schritte sollen neben einer Spezialfolie auch die dazu passenden Klebebänder bereitliegen. Es empfiehlt sich dabei immer, im System zu bleiben und die Produkte eines bestimmten Herstellers zu verwenden. Fixiert werden kann die Folie an den Sparren mit einem Handtacker und flachen Klammern. Ein Hammertacker darf dafür nicht verwendet werden. Bevor wir die erste Bahn quer zu den Sparren anbringen, zeichnen wir eine Hilfslinie ein. So stellen wir sicher, dass die Folie gerade verläuft und an der Wand 10 cm übersteht. Danach messen wir die Länge der ersten Bahn ein. Dabei lassen wir aber die letzten zwei Sparren-Zwischenräume aus. Hier bietet es sich an, eine Bahn entlang der Wand zu verlegen. So ist es am Ende einfacher, den Wandanschluss herzustellen. Auf der anderen Seite berücksichtigen wir beim Ablängen die Überlappung der Folie mit der Dampfbremse des benachbarten Raums. Auch hier sind es 10 cm. Glücklicherweise hat die Folie des Herstellers dafür zahlreiche Markierungen, was für einheitliche Überlappungen sorgt und das Arbeiten wirklich erleichtert. Nun richten wir die Folie an unserer Markierung aus und fixieren sie mit dem Handtacker, etwa alle 20 cm. Und, wenn machbar, von der Mitte nach außen. Das ermöglicht ein faltenfreies Anbringen der Folie. Auch im Bereich der Überlappung fixieren wir die Folie mit dem Tacker auf den Sparren. Anschließend schneiden wir uns die nächste Bahn zurecht und bringen diese ebenfalls an den Sparren an. Auch hier ist es wichtig, dass die Folien wieder um 10 cm überlappen. Dabei helfen uns die gestrichelten Linien, denn wenn die Linien sowohl der Länge als auch der Breite nach überlappen, lässt sich die Folie später faltenfrei verkleben. Und das ist entscheidend, um eine luftdichte Ebene herzustellen. Nach diesem Muster gehen wir bei allen weiteren Bahnen vor. Ablängen, gerade ausrichten und fixieren. Ist das geschafft, verkleben wir die Folien an den Überlappungen mit dem Folienklebeband. Dabei sollte das ca. 6 cm breite Band möglichst gleichmäßig auf beiden Folienhälften angebracht werden. Auch hierfür gibt es eine hilfreiche Markierung auf der Folie. Aber Vorsicht, hat das Klebeband einmal Kontakt mit der Folie, lässt es sich kaum noch entfernen, ohne dabei die Folie zu zerstören. Beim Andrücken achten wir darauf, dass das Klebeband nicht gedehnt wird. Zudem sollten dabei keine Falten entstehen. Sobald das Klebeband in Position ist, drücken wir es mit einem Gummiroller an. Anschließend kümmern wir uns um den Wandanschluss. Einmal Folie auf OSB, einmal Folie auf Leimbinder und einmal Folie auf eine verputzte Wand. Für die Anbindung auf die OSB-Platten verwenden wir ein eigenes Klebeband, das speziell zur Verklebung auf Holz geeignet ist. Dafür schneiden wir uns schmale Streifen der Folie zurecht und verkleben sie zuerst an den senkrechten OSB-Platten. Danach bilden wir eine Falte in der Ecke aus und verkleben Folie mit Folie an der Decke. Auch hier achten wir darauf, dass wir absolut faltenfrei verkleben. Die Anbindung der Folie im Bereich des Leimbinders funktioniert auf die gleiche Weise. Lediglich in den Ecken ist die Anbindung etwas schwieriger. Dort kann üblicherweise nicht mit Klebebändern gearbeitet werden. Stattdessen kommt eine Dichtmasse aus der Kartusche zum Einsatz. Wir markieren den Eckpunkt und schneiden die Folie im rechten Winkel vom Rand zum Punkt ein. Im Eckbereich werden die beiden Folien mit der Klebemasse aus der Kartusche verklebt. Auch im Bereich der Überlappungen müssen die Folien mit der Dichtmasse verklebt werden. Hierfür wird die Kartuschenspitze beidseitig schräg abgeschnitten, sodass sich damit ein etwa 6 bis 8 mm dicker Wulst anbringen lässt. Die Folie wird dann nicht angedrückt, sondern Y-förmig, am besten mit zwei Fingern angestrichen. Die Anbindung an der Wand realisieren wir auf ähnliche Weise. Ähnlich deshalb, weil man an einer verputzten Wand mit einem Klebeband kaum eine luftdichte Anbindung herstellen kann. Daher bereiten wir den verputzten Untergrund mit einem Primer vor. Dafür vermengen wir die Klebemasse aus der Kartusche mit etwas Wasser. Mit einem Pinsel tragen wir diesen selbstgemachten Primer auf. Danach bringen wir wieder Dichtmasse aus der Kartusche in einem Wulst auf und schmiegen die Folie mit einer kleinen Falte an. Wie gehabt, Y-förmig mit zwei Fingern. Perfekt, schon bald ist unsere Dampfbremse verlegt. Das sieht gut aus, findest du nicht auch? Und nicht vergessen, Daibok abonnieren!